Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist heute an der Zeit, es geht um meine Schwalbe. Euch ist sicher schon im Laufe der ganzen Videos aufgefallen, hier hinten in dieser Ecke, da steht so eine Simson-Schwalbe in der Gegend rum. Tatsächlich auch auf meinem Instagram-Kanal sieht man die sie auch. Und letztens war unsere Jungfeuerwehr hier bei uns in der Halle und hat vorne die Holzwerkstatt benutzt, um dort eine Flashover-Box zu bauen. Einer der Jugendlichen ist nach hier hinten gegangen und sagte, Scheiße, die ist mir in deinen Videos nie aufgefallen, aber ich will so ein Teil haben. Ich bin ja bald 16 oder ich bin schon über 16, ich darf sowas fahren. Ich will aber nicht so eine moderne Kiste, sondern so was Altes haben. Ich natürlich hier voller Stolz so, ja komm, wir schmeißen den mal an. Kannst du mal hören, wenn sich was anhört. Ne? Und dann habe ich hier voller Vorfreude auf diesen Ding rumgetreten, Benzin nochmal nachgeschaut, war alles gut. Und ich habe sie wirklich nicht zum Laufen gekriegt. Und das war sehr deprimierend für mich. Denn ich dachte wirklich, dass sie immer läuft. Und nein, sie lief nicht. Und darum habe ich jetzt letztes Mal diesen Deckel abgebaut und nachgeschaut und habe ich einfach den Vergaser einmal gereinigt. Und ja, da war eher so eine richtig schöne braune Suppe drin. Scheiße, kann natürlich nicht funktionieren, wenn die Düsen auch noch dicht sind. Habe ich dann mit Bremsenreiniger einmal ordentlich durchgespült und ist mir die Kiste hier tatsächlich angesprungen. Ich habe natürlich schon seit längerer Zeit vor, die Gute wieder zu fahren, denn das macht unheimlich viel Spaß, damit zu fahren. Aber ich habe halt immer das Problem gehabt, dass sie beim Fahren mir erstorben ist. Und dies aus bzw. erstorben ist eigentlich immer der Fall, wenn ich Vollgas gefahren bin. Wenn ich ganz normal langsam gefahren bin, ist das nicht passiert. Und dann habe ich einfach mal in meinen Tank reingeschaut. Und dieser Tank, den ich hier habe, der ist vollkommen verrostet. Da gehe ich ja Vermutung nach, dass wenn ich fahre und er saugt sich das Benzin rein, im Tank sitzt ein kleines Mesh-Sieb, was verhindert, dass diese Rostpartikel oder andere Partikel einfach, ja, es ist der Benzinfilter, der am Benzinhahn sitzt. Und wenn ich einen richtig schönen Vollgas fahre, dann kriegt sich genug Benzin, geht aus. Dann muss ich kurz warten, dass das wieder durch diesen Müll nachrücken kann. Und dann läuft die sofort wieder. Ne? Und dann dreimal treten, dann läuft die Kiste wieder. Das nervt halt. Und darum habe ich mir mal überlegt, ich werde diesen Tank entrosten und versiegeln. Fand ich natürlich eine super interessante Sache. Und da habe ich dir mal gesehen, so ein neuer Tank, den man einbaut, der kostet einfach mal 15 Euro weniger. Und da dachte ich so, alles klar. Du willst jetzt fahren und nicht irgendwann, bis das fertig ist. Darum tausche ich den Tank einmal aus. Kostet 52 Euro mit Versand und die Differenz, die ich anstelle der Versiegelung, was mich immer noch interessiert, macht, habe ich investiert in neue Blinker. Bei mir fehlt tatsächlich der Blinker am Gashebel. Und wenn man den nicht aufpasst, dann rutscht man runter und der Gashebel fliegt hier weg. Man kann kein richtiges Gas geben. Das ist durch meine eigene Blödheit passiert. Ich habe sie mal hingestellt, habe sie nicht richtig aufgebockt und dann beim Abstellen dachte ich so, jo, steht, ist mir natürlich gegen die Wand gekippt und der Blinker macht da so, und dann war sie kaputt. So, und jetzt pflücken wir die erstmal auseinander. Beziehungsweise, ich muss noch die Batterie, die hier drin sitzt, rausbauen und die am Ladegerät hängen, weil die ist auch tot. Ich hoffe, die kriege ich wieder zum Leben. 6-Volt-Batterie ist immer so eine Sache. Oh, hier ist kein Platz, ne? Es wird Zeit, dass wir echt mal wieder was machen. Liegt nur noch Gasleitungen, Dichtungen da, Gasgehäuse. Und hier liegt meine restaurierte Gasheizung. Die muss noch in den Knaus-Wohnwagen wieder rein, dass wir auch bei kalter Jahreszeit bzw. Oktober, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, wegfahren können. Das fand ich mich ziemlich geil, in so einem geheizten Wohnwagen zu sitzen. Und draußen ist es einfach bibberkalt. Das möchte ich gerne wieder machen. Da muss die noch eingebaut werden und dann haben wir hier endlich mal wieder Platz in der Werkstatt. Ich könnte sie auch wegräumen, aber so werde ich immer wieder daran erinnert, du musst das noch machen. So, hier sitzt die 6-Volt-Batterie drin. Das hatte ich mal mit Vagos gemacht, weil ich einfach sagte, das ist einfacher, als das hier ständig mit so einer beschissenen Lüsterklemme das zu machen. Ich weiß auch nicht. Batterienladen ist für mich einfach die Hölle. Seitdem wir diese CTEC-Geräte an den Autos haben, das ist das für mich beruhigend. Die sind auch teilweise Wochen über den Winter, den ganzen Winter hier angeschlossen. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Aber mit diesen kleinen Geräten und dann noch solche 6-Volt-Scheiß-Kack-Batterien bin ich überhaupt nicht begeistert von. Aber mein Gerät hier sollte 6 Volt erkennen und es kann auch 6 Volt laden. So, hier sieht man das. Motorrad, Auto, das ist Frostschutz, also für den Winter und 6 Volt. Und jetzt schließen wir die mal an. Jetzt müsste eigentlich theoretisch automatisch sofort erkennen, dass es eine 6 Volt Batterie ist. Er erkennt ja nichts. Ich glaube, die ist tot. Normalerweise sollte er jetzt irgendwas umschalten und mir anzeigen, dass er 6 Volt hat. Ich glaube, die ist so tiefenentladen, dass sie einfach im Arsch ist. Wir lassen die da einmal dran. Warten und hoffen und vielleicht entscheidet sich noch mal anders. Wir haben tatsächlich noch so ein richtig altes analoges Gerät hier. Auch 12 Volt und 6 Volt.
Möchte ich ungern machen, weil der ballert wirklich stumpf da rein. Das, im Zweifel gibt es halt eine neue Batterie. Die muss raus. Da ist wieder eine 10er drin. Die müssen ab. Das wird auch eine 13er sein. Die Sozius-Fußrasten. Das Ganze beidseitig und dann kann die Kiste runter. Das Einzige, wo man aufpassen muss, das Rück- und Bremslicht, das ist nur mit dem Kabel verbunden. Und hier sieht man noch mein altes Kennzeichen. Boah, Alter, hatte ich Angst, dass mir die Karre auseinanderfällt? So. Das Schloss. Ah, es muss raus, es stört. So. Wo ist mein Kabel? Da ist es, hier vorne sitzt es. Denn das Ganze ist ja einmal die Masse, einmal Rücklicht für nachts, wobei bei 6 Volt passiert ja nicht viel, und einmal das Bremslicht. Aber ich baue die jetzt einfach im Gesamten aus. Der hat wieder die 10er und der ist gegengekontert. Blöde Luftführung, die macht hier alles enger. Jetzt ist er weg. Aber sie liegt da. Gut. Wahnsinn, ist da noch viel drin. Was ich total geil finde, ist der Deckel. Den behalte ich ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe das versucht mal zu googeln, aber da ist nichts richtig rausgekommen. Weiß einer von euch, was das bedeutet? Ist das was Besonderes oder einfach so ein Gimmick von Simson gewesen, dass sie sagen, ah, da haben die mal was Geiles? Würde mich mal interessieren. Ich weiß es leider tatsächlich nicht. Hier sieht man, das ist mal ganz schön. So ist der Hahn geschlossen. So ist Standard. Ja, so hast du halt deinen Tank und wenn er leer ist, dann hast du noch die Reserve übrig. Und so ist es mit Reserve. Also theoretisch würde ich jetzt auf Reserve fahren. Wenn ich es wieder zumache. Schon cool. So, er ist leer. Aber bevor ich den wieder in den neuen Tank einkippen kann, denn hier ist der Rost drin, da habe ich dann gleich wieder Rostpartikel im neuen Tank, muss ich den einmal filtern oder andersweitig verwenden. Aber für was brauche ich Gemisch? Nur für die Schwalbe. Brauchen wir nicht mehr. Das erste, was wir machen können. Oh, wie so ein neues Handy. Toll. So, das ist schon mal erledigt. Der ist schon mal drauf. Wenn wir jetzt hier mal in den Tank gucken, da sind wir schon mal die ersten Rostpartikel. Aber die werden sich diesen ganzen Tank ziehen. Ich kann das echt scheiße sehen. Ich krieg nicht genug. Da taucht es auf. Da sieht man auch Rost. So, der ab. Da sieht man das Röhrchen. Dies hier ist die Öffnung Reserve. Dann fährst du auf Reserve. Und wenn er drin steckt, wird dort das Benzin angesaugt bzw. eingelassen für den Normalbetrieb. So. Da kommt das Mesh hinaus. Das ist das Mesh-Sieb, das ist quasi der Benzinfilter der Schwalbe. Sieht man schon mal erstmal, das Mesh ist sogar kaputt. Toll. Hätte ich das gewusst. Und da sieht man schon, dass da Rostpartikel sitzen. Und die setzen halt dieses Mesh zu, beziehungsweise es flutscht durch das Gitter mir in den Tank, beziehungsweise in den Vergaser und dann geht die Kiste aus. So, und bevor ich das jetzt wieder einbaue, wird das Ganze einmal mit Bremsenreiniger richtig sauber gemacht. Ja, das sieht man auch. Dann sieht man auch, in der Wassertasche sind auch Rostpartikel drin. Also die hat auch schon einiges aufgefangen. Ja, und hier ist tatsächlich sogar noch ein Mesh-Filter. Geht über den Wassersack und wird von
unten durch diesen Meshfilter wieder eingesaugt, ja nicht, es drückt sich ja durch, fließt dann ab. Und dadurch bleibt im oberen Bereich, ich versuche das mal so zu halten, im oberen Bereich der Kammer bleibt dann immer das Wasser hängen, was sich eventuell drin sammelt. So, ich glaube, das sollte reichen, dass das Ding wieder richtig sauber ist. Entsprechend ist das gar nicht mal so schlimm, dass dieser Filter jetzt hier etwas kaputt ist, weil da sitzt ja noch einer drin. Wäre natürlich schöner, wenn er nicht kaputt wäre. Dann wäre der Kollege schon wieder einsatzbereit. Aber bevor wir den ganzen Schmuh wieder zusammenbauen, machen wir den Vergaser auch einmal schnell sauber. Ja, da ist ein Partikelchen. Quasi jetzt da, wo mein Handballen ist, da ist eine Pfütze. Also unten die Pfütze, da schwimmt ein Stück Partikel. Und das verstopft natürlich die Düsen. Von daher raus damit. Damals habe ich den getauscht, den Benzinhahn, während er drin war und diesen Schlauch auf und den Schlauch hier drauf zu kriegen, während er eingebaut ist, ist eine so Riesenquälerei, dass ich den jetzt drauf mache. Aber diesen alten, den haue ich in die Tonne. Ich habe nämlich noch mehr davon. Also wir haben ja hier in der Werkstatt unsere Regale immer alle. Das hat hier alles einen Sinn, so Ölgerümpel, Werkzeuge und hier sind so ein paar Teile, die da versteckt sind. Und die Schwalbe, die hat einen eigenen Karton. Hier oben sieht man auch so ein bisschen, hier sind Ventildeckel vom Käfer versteckt. Und das ist halt irgendwie alles so verteilt in die Regale. Und das ist der Karton von der Schwalbe. Die hat nur so einen ganz kleinen, die ist ja auch nicht so groß. Dort sieht man schon so ein paar Dinge, die da drin rumfliegen. Hier sind mal ganz viele Ersatzbirnen. Das ist tatsächlich ihre originale Abdeckung von hinten. Hier ist der Benziner, der vorher verbaut war. Das ist eigentlich einer für eine S50 oder S51, der so in der Senkrechten drin hängt. Hat ja auch funktioniert. Hätte ich aber noch einen zusätzlichen Filter einbauen müssen. Der Wassersack war nicht da und darum habe ich auf den mal umgetauscht. Habe ich hier tatsächlich noch eine Isolator, noch eine Zündkerze, einen Kondensator. Ich glaube, hier ist noch einer. Ne, noch ein Zündschlüssel. Ein Stück Zündkabel und hier ist einfach noch ein bisschen Benzinschlauch. Das ist genau derselbe. Das Stück habe ich von dem Stück abgeschnitten und so sieht das nach einiger Zeit mit Gemisch aus. Das war nämlich auch das Problem, weil man hier nicht richtig hinpacken konnte, weil der halt ja so schräg drin ist. Dann ist das alles verbaut und dann bist du da am Gange und am Fummeln und der braucht doch schon etwas Gewalt, um drauf zu kommen. So, der Tank, der hat hier eine Lasche. Hier oben ist die Aufnahme. Ah, Gummipuffer. Dort hinein. Das passt schon mal. Und hier sieht man halt diese Stelle. Wie soll man hier den Schlauch mit Gewalt drauf kriegen? Das war immer so ein richtiges Gegrabbel und Gefummel und das ging überhaupt nicht. Jetzt ist er fest. Ah, vielleicht ist er doch ein bisschen lang. Ist ja auch, je kürzer dieser Schlauch ist, desto besser ist das, weil dann einfach das Benzin besser läuft. Schneide ich mal so 5er ab. So. Und wieder drauf. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt noch die Sitzbank wieder drauf. Das Schloss. Der kommt natürlich auch wieder rein. Da ist er rum. Blinker. Ganz wichtig. Links ist dran, rechts ist nicht mehr dran. Die tauschen wir schnell aus. Dann ist das fertig. Dann können wir die starten. Ja, theoretisch ist es ja nur, den einmal öffnen, die Kontakte lösen. Nicht wegfallen. Kabel lösen. Wo die nämlich hinkommen, ist scheißegal. Das ist der Softgenerator nämlich Wurst. Diese Schraube raus und dann sollte es eigentlich abzuziehen sein, das Ganze.
Ah, der obere, das Kabel ist noch nicht ganz lose. Zack. Mehr ist das nicht. Ja, das ist... Oh, die Dichtung, die brauche ich noch. Da kommen die Kabel, seht ihr das? Und da kommen die Kabel raus, wenn ich die jetzt weiter reinschiebe. Die sind da quasi gerade automatisch reingekommen. Jetzt ziehe ich mir die Erfinderspitzzange nach. Toll, komme ich hier gut dran. Das ist natürlich sehr eng gemacht. Ja, die Isolierung passt da nicht so ganz durch. Jetzt ein bisschen Gewalt, dann geht das, dass der Kollege hier gleich gesichert ist. Oh, ich hoffe, das passt alles. Ah! Ich habe sogar orangene. Ich habe immer noch zwei orangene. So, die kommt da jetzt einfach reingeklipst. Zack. So. Fertig Nummer eins. Jetzt kommt der zweite. Oh, natürlich ist alles wieder fettig, ne? Aber ich glaube, mir fehlt da was. Mir fehlt hier so ein Kunststoffabstand drin. Das fällt mir gerade auf. Scheiße, sowas habe ich nicht. Hier ist Ende Gummi und hier ist so ein schwarzer Kunststoffring zwischen, der das festhält. Und hier ist auch Ende Gummi und hier müsste dieser schwarze Kunststoffring sein, der aber nicht da ist. Dadurch kann der sich noch bewegen. Er fällt mir nicht mehr raus, aber ich brauche diesen Ring. Das ist so ein nichtiges kleines Teil, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das gibt. Aber nichtsdestotrotz muss ich den jetzt irgendwie festmachen. Dass jetzt der Blinker schon mal da ist, wo er hingehört. Ich werde jetzt auch erstmal aufs Anschließen verzichten, da ich hier eh nochmal abbauen muss und meine Batterie sowieso tot ist. Also ich kann es eh nicht testen. Und ich brauche dann erst dieses Bauteil, quasi diesen Ring dazwischen. Vorher macht es auch keinen Sinn, dass ich jetzt hier das Ganze anschließe, wenn ich es eh wieder abbaue. Geil. Ich habe vorhin sogar extra Benzin geholt, weil ich ja genau wusste, dass dieses alte Benzin nicht mehr so sauber ist. Dann frisches Benzin, machen wir uns neues Gemisch und schmeißen die Hütte einmal an. Und dann gibt es eine kleine Testfahrt. Benzin habe ich noch draußen. Aktuell, wow. Oh, es wird langsam dunkel. Aktuell ist es so, ich fahre mit dem Käfer durch die Gegend. Das hat den Vorteil für mich, dass ich immer einen Benzinkanister dabei habe. Der Käfer hat immer einen vorne drin. Und da hatte ich vorhin einmal getankt. Ich war auf Reserve. Beziehungsweise er hat so eine komische Reserve. Oder der Tank. Ich muss den Tank nur einstellen. Also der Zeiger war schon komplett weg. Auf jeden Fall, ich war tanken und habe gleich 3 Liter frisches Benzin geholt. Muss das ja auch mal ausnutzen, wenn man das dabei hat. Daraus machen wir uns jetzt 3 Liter frisches Gemisch und wämsen uns das in die Schwalbe rein. Und dann reizen wir den Vogel an. So, Öl haben wir ja immer hier in diesem alten Batterieschrank drin. Das ist Getriebeöl, das brauchen wir nicht. Fett. Da haben wir Getriebeöl für die Schwalbe. Das wollte ich immer mal tauschen. Das habe ich mir mal gekauft. Hier haben wir Ordinol Mischöl. Und hier noch das Liqui-Moly 2-Takt. Vielleicht reicht dieser Rest da drin noch. Mal gucken. Das ist jetzt so ein Messbecher. Man erkennt das leider nicht, weil man kann das sogar mit bloßem Auge ganz schlecht erkennen. Tatsächlich 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, 4 Liter, 5 Liter, 2% Mixtur, da sind hier noch US-Gallonen bei. Also wenn ich hier 3 Liter Öl reinkippe, habe ich genau, ja, 100 Milliliter Öl, nee, 60 Milliliter Öl dort drin. Wenn ich das Ganze auf 5 Liter kippe, habe ich sogar 100 Milliliter Öl drin. So, den wird also sauber.
Der erste Sprit in den neuen Tank. Ab jetzt ist er versaut. Es sieht doch alles dicht aus. Ne? Hier oben ist ja die Verschraubung. Da kommt nichts raus. Wassersack ist zu. Jetzt machen wir den mal auf. Da kommt Benzin. Da fühlt er sich. Versuchen wir es mal. Wir ziehen es offen. Wow! Jetzt kommt ein Deckel drauf und dann gurken wir mal ein bisschen. So, und auch wenn ich hier auf Privatgelände unterwegs bin, das Gelände von dieser Halle, das ist ja wirklich relativ groß. Ich kann hier einfach ein paar Mal einen Kreis rumfahren. Aber trotzdem habe ich hier einen Helm. Der ist nicht schön. Der ist auch schon alt. Eigentlich darf ich den gar nicht mehr nutzen, so alt ist der schon. Da war ich damals 16. Und habe einen Quad-Führerschein gemacht. Das hieß damals Klasse S oder so. Ja, es ist schon ein paar Tage her. Und da hatte ich den und weil der so geil war, den kann man vorne aufklappen. Darum habe ich mir den geholt. Und seitdem hängt die jetzt hier drin, seitdem ich auch die Schwalbe fahre. Hier so in meinem Studioregal. Aber ich habe ja auch keinen Bock mehr, da, wenn ich doch mal hinfalle, um was aufzuschlagen. Von daher setze ich einfach so einen Kackhelm auf und fertig. Aber ich möchte mal so einen Stilechten haben, der auch cool aussieht dazu. Also ich bin jetzt die ganze Zeit hin und her gefahren und sie läuft. Ist klar, ne? Ich habe hier, was sind das, 400 Meter, 500 Meter Straße hin und her. Sie läuft. Ich bin hier mit, glaube ich, einmal 75 spitz an euch vorbeigeflitzt. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Sie läuft gut, sie läuft schnell. Ja, und das wollte ich eigentlich damit erreichen, dass sie wieder vernünftig läuft und nicht unterwegs einfach mal ausgeht und ich da stehe und dann gar nichts mehr passiert. In dem Sinne, ich versuche hier noch den Pitten zu kriegen, dass ich das anschließen kann, neue Batterie und natürlich ein Kennzeichen, dass ich auch offiziell auf richtiger Straße fahren darf. Denn hier ist zum Glück eine gesperrte Straße mit Privatgelände, da darf ich das. Allerdings über die Kreuzung hinaus darf ich es nicht. Wenn ihr selbst eine Schwalbe habt, würde es mich interessieren, welche Farbe die hat und welches Baujahr natürlich. Oder auch alle anderen Simpsons. Geile Karre. Ja, damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen vom Video. Kommentar da lassen, Abo da lassen, ganz, ganz wichtig. Dann verpasst ihr überhaupt nichts mehr.
Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.